Vertrauen schaffen, Wort halten. Das soll das Video sein zum heutigen Tag und natürlich ein extrem wichtiges Video, weil ich bin natürlich der Überzeugung, dass unser Wort, unsere Kredibilität mit unseren Mitmenschen wahrscheinlich eins der höchsten Dinge ist, die wir haben. Und einfach, dass wir da das Vertrauen schaffen, dass wir da auch verlässlich sind. Das ist was, das sollten wir kultivieren, das sollten wir täglich praktizieren und das sollten wir natürlich ausbauen. Natürlich gibt es da viele Ebenen zu dem Thema. Zum Beispiel könnte man jetzt sagen, auch Karma oder das universelle Gleichgewicht. Wenn man jetzt sagt, hey, wenn du moralisch jetzt nicht richtig handelst in einem Kontext, dann kommt dir das vielleicht da jetzt nicht zu Schaden, aber im großen Ganzen wird es zu dir zurückkommen. Das wäre die eine Perspektive, wo man natürlich einnehmen kann, wo ich auch dran glaube, weil irgendwann kriegt man alles zurück und deswegen ist es rein egoistisch, rein rational schlau von einem, wirklich moralisch und wertegeordnet zu handeln und interagieren mit anderen und mit sich selber, vor allem weil, und jetzt kommt der Kicker, was ich natürlich immer predige, Vertrauen, Wort halten, das ist natürlich was, das fängt auch wieder bei einem anderen, bei einem selber an. Zum einen natürlich, und das denken jetzt viele, die hier zuschauen, hey, Vertrauen schaffen, Wort halten hat mit einer anderen Person zu tun. Aber im ersten Schritt und das Wichtigste aus meiner Sicht ist natürlich erstmal Vertrauen zu sich selbst zu etablieren. Und wenn ihr Vertrauen und Glaubwürdigkeit mit euch selber etabliert habt, dann ist es auch ganz einfach, diese Identität mit anderen zu teilen, weil dann habt ihr das drin. Und das Problem, was ich sehe bei den meisten Leuten, ist eben, dass sie kein Vertrauen zu sich selber haben und dass sie keine Glaubwürdigkeit mit sich selber haben. Das sehe ich meistens dann, wenn die Leute nicht bereit sind, eigene Entscheidungen zu treffen, sondern immer die Entscheidung outsourcen, an andere abgeben und dann die anderen eine Entscheidung treffen. Also sei es über ihre Gesundheit, sei es über ihren beruflichen Werdegang, sei es was auch immer. Also da erkennt man schon ganz gut, wie groß das Vertrauen von einer Person in sich selber ist. Und dann natürlich das Nächste ist auch, was ich auch oft sehe, dass Leute Ziele haben oder dass Leute sich Dinge vornehmen, diese dann aus unterschiedlichen Gründen nicht einhalten, nicht umsetzen. Und wenn ihr das natürlich regelmäßig macht, wenn ihr euch also was sagt, wenn ihr eine Ansage macht an euch selber, ein Vorhaben proklamiert und dann das aber nicht macht, dann haut ihr euch selber immer mehr Vertrauen und Glaubwürdigkeit selber weg. Und irgendwann ist euer Selbstvertrauen natürlich so am Boden, eure Glaubwürdigkeit, das Selbstvertrauen ist ja genau das, über das wir sprechen, Selbstvertrauen und dann eben das andere dir vertrauen, aber das Selbstvertrauen ist die Grundlage, das andere dir vertrauen. Viele würden jetzt vielleicht sagen, oh, Selbstvertrauen ist egoistisch oder du willst im Mittelpunkt stehen und, aber das sind alles eure negativen Programme. Ich habe das Wort positiv belegt und das ist natürlich auch euer Thema, wenn ihr Selbstvertrauen negativ belegt habt. Weil Selbstvertrauen ist essentiell für ein erfolgreiches Leben. Euch selbst vertrauen, das ist der Kicker. Und viele Leute machen den Fehler, dass sie sich große Ziele setzen. Zum Beispiel, hey, ich will jetzt 20 Kilo abnehmen. Das ist ihr Ziel im Kopf. Und dann natürlich ist der Weg lang, natürlich ist der Weg steinig, man fällt da oftmals hin, es gibt Tage, da tut man seinen Plan nicht einhalten und dann irgendwann knickt man ein und hat eben sein Selbstvertrauen wieder mal zerhauen, wenn man sich ein großes Ziel gesteckt hat und danach hinkommt. Und deswegen würde ich als letzter Tipp jetzt für euch empfehlen, dass ihr euch kleine Ziele steckt durch den Tag weg, die einfach zu erreichen sind, damit ihr dieses Vertrauen sammelt, damit ihr euer Wort einhaltet. Weil das ist das Wichtigste beim Thema Vertrauen, dass ihr euer Wort einhaltet. In erster Linie das Wort, was ihr selber gebt, für euch selber, und das Wort, was ihr an andere gebt. Dass ihr euer Wort, dass euer Wort Wert hat, und euer Wort hat Wert, wenn ihr das einhaltet, was ihr sagt. Also zum Beispiel Bett machen morgens ist ein guter Tipp. Erstmal einen halben Liter Wasser trinken morgens ist ein guter Tipp. Sport machen ist ein guter Tipp, wegen mir auch spazieren gehen. Kleine Spülmaschine ausräumen, Wäsche machen, die alltäglichen Dinge, wenn ihr das schon mal als Vertrauen für euch etabliert, dann habt ihr schon ganz viel gewonnen, dann könnt ihr eben eure großen Ziele auch in kleine Steps runter machen, genau das gleiche, euer Christian, ciao, ciao.